Einen wunderschönen guten Tag zurück bei der Kartoffelernte. Ich fahre hier gerade rückwärts. Es ist, ja, ich kann da vorne nicht umdrehen, also zumindest ist nicht sinnvoll. Deswegen muss ich jetzt gerade hier leider diese Vorgewendebahn so ein bisschen blöd fahren. Das nervt mich gerade selber etwas. Deswegen gehen wir jetzt hier direkt an den Feldrand, weil da kann ich gegebenenfalls dann umdrehen. Das sollte besser laufen. Und dementsprechend dann eben hier das Ganze auch taktisch praktisch umsetzen. Dann schauen wir, dass wir hier ein schönes Vorgewende ziehen, mit dem wir dann auch ordentlich weiterarbeiten können. Denn dann geht es hier drüben in die Bahnen rein, dass wir unsere Wege nochmal verkürzen. Das sollte eigentlich dann recht zügig gehen. Genau, in dieser Folge wird man Johnny noch schnell holen. Der soll dann hier auch noch die Hänger herbringen, dass wir da nochmal zusätzlich Ladegut wegbringen. Ja, ist einfach auch etwas organisatorisch das Thema, dass wir hier mehr Kartoffeln auf einen Schlag wegbringen. Dann, na, hebst du aus, danke. Dann können wir nämlich hier relativ effizient hoffentlich das Feld hier abernten. Das sollte dann im besten Fall ganz gut klappen. So. Jetzt nichtsdestotrotz machen wir das aber jetzt gleich mal. Wir fahren zum einen den JCB ab, dann ist der gleich leer. Holen den wieder her, weil der ist ja, ist ja eh schon fast voll. Nicht ganz voll, aber fast voll. Das war jetzt eine Ladung aus dem Roder. Das heißt, das auf jeden Fall weg. Dann die Drehschemel bzw. Sorghumhirse abtanken vom Drescher. Die fahren wir bei uns ins Silo und dann eben das Ganze runter zum Hof. Zum Feld, dass wir hier eben dann Kartoffels reinladen können. Gibt es eigentlich jetzt schon Follow Me? Ich weiß es nicht. Das wäre auch noch sowas zum Abfahren zumindest, dass man da immer die Kolonne zusammenstellt und dann eben schnell mal abfährt. Ansonsten ja, wird leider mit den gängigen Helferlein wird es leider nichts. Das ist echt schwierig. Ich krieg da keinen Kurs hin für Autodrive, mit dem ich da wirklich sinnvoll rumkomme und das Zeug abladen kann. Das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Das kurz. Und dann. Gut, haben wir das auch. Ja, weil hier hinten Autodrive hier hinten drehen lassen ist, ja, ist eigentlich fast unmöglich. Beziehungsweise halt nur mit diesem einen Fahrzeug, mit dem ich den Kurs einfahre und alles andere geht halt dann nicht. Deswegen, also ja, die Karte ist definitiv schwierig für Autodrive. Curseplay haben wir gesehen, das funktioniert tatsächlich doch. Das hat mich jetzt überrascht, dass das Curseplay doch irgendwie hinkriegt, wobei der Kurs ist halt Chaos. Also der wird in der Praxis nicht funktionieren, aber zumindest hat es Curseplay geschafft, den zu berechnen, was ich schon nicht geglaubt habe. Also das ist gar nicht mal so verkehrt. So, werde ich trotzdem hinten nochmal hinterfahren müssen,
glaube nicht, dass wir das Vorgewände oben und dann die Bahn hier runter schaffen. Das wird nicht ganz hinhauen. Aber auch nichts. Fahren wir das Ganze halt hier so manuell runter. Und ja, dann schauen wir mal schnell, wie wir am Drescher mit der Sorghum hier sind. Ja, dann ist nämlich das Feld ja auch fertig. Das ist ja das Schöne dann. So. Ja. Okay. Spannend. Ist der echt schon leer? Leer? Ja, geil. Das ist doch top. Der leert echt noch aus. Ja, okay. Ein paar Fleckchen sind noch über, aber ganz ehrlich, damit kann ich leben. Für das, dass der das jetzt komplett automatisch gelöst hat. So, einmal ab. Mal, ja, genau, einmal abhängen. So. Nee, das ist echt, das ist top. Da kann man gar nichts sagen. So, den anhängen. Ja, hoppala, aus dem Bildschirm rausgetappt, sehr gut. So, dann lassen wir den aber trotzdem erstmal hier stehen. Den brauchen wir nämlich jetzt so nicht. Und mit dem fahren wir zum Hof, tanken die Hänger ab und fahren die eben dann auch zu dem Feld. Dass wir da etwas mehr Transportmöglichkeit haben. Ja, ich glaube, ich werde relativ viel mit dem Sauzahn machen. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Dass wir das Pflügen erstmal so ein bisschen auslassen. Um dann einfach auch die Felder irgendwie ja, zügiger in den bearbeitbaren Zustand zu bekommen. Man muss ja dann eh noch die ganzen Felder messen, dass wir die ganzen Grunddaten kriegen, die Bodendaten und dementsprechend dann eben weiterarbeiten können. Das wird alles noch ein ganzes Stück Arbeit. Und eben dann hier auch Gras säen. Apropos Gras säen, jetzt ist die Frage, kann ich da Fischgras drauf und das wird trotzdem nächstes Jahr noch fertig? Das ist jetzt eine gute Frage. Am liebsten würde ich natürlich alles einmal platt machen und dann dementsprechend neu ansäen. Da ist er, der Abladepunkt. Sehr gut. So. So. Hier. Ein paar Thumbnails, dass wir das Thema auch durch haben. So, es wird heute nämlich eh noch ein spannender Tag, die ganzen Folgen dann herrichten, Texte schreiben, Bilder machen, so, ja. Hab ein bisschen was vor heute noch. Das muss leider heute alles noch erledigt werden. Nächste, kommende Woche wird's tatsächlich sportlich und die Woche drauf dann wieder. Von dem her bis, ja, bis 4. Mai oder so komme ich jetzt nicht mehr zum Aufnehmen. Und ich nehme jetzt gerade am 24. April auf, oder? 24. 25. 24. April nehme ich gerade auf. Also, ja, das wird echt sportlich. Sollten wir das aber trotzdem hinkriegen.
So, gut. Haben wir hier auf jeden Fall die beiden Schlepper zum Abfahren und können jetzt die Stückle weitermachen hier. Schauen, dass wir das so zurück. Taste. Einmal die falsche Taste gedrückt und schön in den Kurs eingefädelt. Aber das funktioniert ja alles soweit. Tatsächlich. Mal schauen, was jetzt mit den Drehschirmeln an Menge dann auch geht, was wir abfahren können. Das ist tatsächlich noch so ein bisschen. Wird dann gut. Normalerweise müsste man eigentlich zwei Ladungen, ja locker über zwei Ladungen oder zwei Bunkerladungen dann wegfahren können. Das wäre zumindest ein schönes Ziel, sagen wir es mal so. Es ist echt dieses dauernde rückwärts rum. Rumgefahren ist schon echt bescheuert, ey. Vor allem schön durch die ganze Frucht durch, das ist noch viel bescheuerter. Aber hilft jetzt gerade nichts. Da kann mich der Realismus jetzt gerade mal. Aber bis ich da rumrangiert habe, ist übermorgen. Deswegen lassen wir das jetzt mal so, wie es ist. Aber dann schaut das gar nicht mal so schlecht aus. Wie gesagt, es wird noch dauern. Es wird noch sehr, sehr viele Tage dauern. Bis wir da zu Rande kommen mit diesem Feld. Aber es ist ja schon mal allein, dass man weiß, dass die Mission auch abschließbar ist. Oder ich hoffe es zumindest. Aber normalerweise sollte sie ja abschließbar sein. Von dem her. Kurzer Graben rein. Aber nehme ich die jetzt so rum runter. Das jetzt überlege ich gerade, wo wir am besten einmal gerade durchziehen. Für die untere Kante. Ich glaube, die untere Kante machen wir Stück für Stück den Kurs. Jetzt hier dasselbe wie gehabt. Kurs. Ich sehe den Kurs nicht. Weil er nicht gedreht hat. Deswegen sehe ich den Kurs nicht. So, jetzt. Gerade Bahn. Auf geht's. Dann Teil für Teil kommen wir dem Ziel näher. Das ist doch sehr schön. Das ist doch super. So. Aber wie üblich war es das auch schon wieder für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen bei der Kartoffelernte wieder dabei seid. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.